Hallo und willkommen zu einer weiteren Folge. Ja, genau wie ich in der letzten Folge am Ende gesagt hatte, ich mache hier direkt weiter im Anschluss zur nächsten Folge. Weil die Gefahr ist einfach zu groß, dass man irgendwie, ja, irgendwo rausgeworfen wird. Denn wir sind gerade in Mythos. Noch nicht mal, naja, also Mythos ist ja der Kern, der innerste Kern von Apokrypha. Aber hätte ich jetzt hier einfach das Spiel ausgemacht und neu geladen, dann wären wir hier wahrscheinlich wieder rausgeworfen worden und ich hätte wahrscheinlich all diese ganzen Sachen hier in der letzten Folge nochmal machen müssen. Deswegen, das machen wir natürlich nicht. Ja, ich hatte letztes Mal hier schon mit den erschöpften Gefährten geredet. Ich mache es nochmal kurz als Auftakt zu dieser Anschlussfolge hier. Also Anschluss im Sinne von, dass ich direkt weiter aufnehme im Prinzip. Wenn Leramiel sich so fühlt wie ich, ist es kein Wunder, dass sie sich langsam bewegt. Ich werde bei ihr bleiben, während ihr und der Vikar vorgeht. Ein weiteres Portal. Ach, nun gut. Ich schätze, wenn es uns zu diesem elenden Gerät bringt, das wir zerstören müssen, dann soll das eben so sein. Geht voran, meine Freundin. Wartet nicht auf Skut und mich. Die Verderbnis, sie schwächt uns. Je mehr sie um sich greift, gebt auf Gardein Acht, Entsandte. Bitte. Ja, so eine Andeutung, dass sie ihn mag. Na gut, okay. Gucken wir mal. Westliche Manufaktur. Manufaktur für was eigentlich? Das habe ich jetzt noch nicht so ganz verstanden. Okay. Nur Gardein ist dabei, gut. Die arme Leramiel. Ich finde es schrecklich, sie so leiden zu sehen. Sie kommt doch wieder auf die Beine, oder? Ich weiß, dafür ist jetzt nicht die Zeit. Wir müssen die Manufaktur finden. Gut, gut. Seht, das Herz von Mythos. Allein schon der Anblick lässt einen schwinden. Oh ja, das sieht schon sehr besonders aus. Da an der Decke ist sogar noch so ein. Sind sogar so Schnecken noch, die man auf dem Meeresgrund sonst findet. So Nautilus-Schnecken irgendwie. So. Aus historischer Zeit. Leramiels Amulett kann uns beide schützen. Oh, ich habe aus Versehen so einen Trank genommen. Na gut. Ach. Geht ihr vor. Her zu mir, meine Freundin. Ja gut, bisher brauchte ich den Schutz jetzt nicht. Aber ist tatsächlich mal relativ neu, dass hier irgendwelche Kreaturen angeflogen kommen, angreifen. Und nicht einfach da schon warten und stehen. Ihr habt bereits eine dieser Manufakturen zerstört? Dann wisst ihr, wonach ihr suchen müsst. Oh nein, schon wieder so ein Verstandesschrecken. Hatten wir in der letzten Folge ja auch. Die sind auf jeden Fall ein bisschen stärker. Machen auch mehr Schaden. Halten mehr aus und machen mehr Schaden. Oh nein. Ah, jetzt habe ich hier irgendwelche Sachen umformatiert. Verdammt. Und meine Geister, setzt meine Geistersicht ein, um euer Ziel zu treffen. Ah, Mistvieh. Leichte Schultern, gut. Achso, Dwemer. Na gut, Dwemer war, glaube ich, auch schwer oder so. Traumschnitzer Schattenwachtposten. Da oben? Naja, ich glaube, wir müssen hier lang. Noch bereuen, die Fürstin der Träume gestohlen zu haben. Ich glaube, das sieht nicht gut aus. Okay, da müssen wir gar nicht hin, zum Glück. Ah. Aber die fliegen an uns vorbei irgendwie auch, ne?
Wo müssen wir denn hier lang? Ach, da oben, okay. Oh nein. Nun gut, aber heult nicht nach eurer Mutter. Ah, ich glaube, die haben keine Mutter. Ah, perfekt. Ach ja, ich weiß, der den Weg neu für euch ausrichtete. Danke der Nachfrage. Ja, habe ich mich gerade schon gefragt, wie kann Leramil das von so weit weg machen? Meine Freundin. Ich bin noch da. Danke der Nachfrage. Ein Clan-Bann. Auch mal selten hier. Kommt näher. Lasst mich euch abschirmen. Okay, da ist es. Na, okay. Gerade konnte ich da kurz ran, weil er der Kampf noch nicht angefangen hatte. Ja, Pirites Ruhm auch lange nicht gehabt. Mein Gott. Ihr wirkt erschöpft. Jetzt aber. Gut gemacht, aber werdet nicht nachlässig. Ich spüre noch eine dieser schrecklichen Anlagen in der Nähe. Oh nein. Ich dachte, Ost und West 2 reichen mal. Ich habe keine Ahnung, wo wir hingehen. Ich folge euch nur. Falls ihr auch die Orientierung verloren haben solltet, dann behaltet das lieber für euch, in Ordnung? Ja, also noch geht's. Oh, ich dachte gerade hier ist ein Abgrund. Okay. Cool, diese Bücher, die hier rumfliegen. Okay, ich versuche mal hier so durchzukommen. Ah, schade. Passt. Okay, der haut wieder ab. Kommt näher zu mir, meine Freundin. Ah, okay. Da muss er aufpassen, dass dass einen das nicht hier runter trifft. Ah. Falsche Taste gedrückt. Da wäre ich fast selber runtergesprungen. Oh. Oh. Das war auch gefährlich. Vollnis Krone. Ich denke, es wird Zeit, diesem Seuchensgeber ein Ende zu machen. Oh, alle Effekte sind weg. Schnell noch das Stärkungsmal. Und die Kronenschriftrolle. Okay, speichern kann man leider nicht. Na gut. Was bringt eigentlich diese ultimative Fertigkeit hier? Heftiger Wirbelsturm. Feinde kriegen Schaden. Magie und Waffenkraft von uns wird erhöht.
und Verbündete sind auch dann besser, okay. Na, aber wir könnten natürlich den Bären jetzt stattdessen einfach nehmen, ne? Tja, na egal. Wobei, am Ende kann der Bär ruhig mal wieder dabei sein, ne? Fäulniskrone, er ist wirklich widerwärtig. Kümmert euch um ihn, meine Freundin. Ich werde das Amulett verwenden, das Leramil mir gegeben hat, um euch im Kampf zu unterstützen. Wenn ihr in meiner Nähe steht, wird seine Macht euch auch beschützen. Sehr gut. Närrin des Schicksals, stellt euch Pocken und Seuche über euch! Fäulniskrone hat das Fulcrum Obscura. Kommt näher und lasst mich euch abschirmen. Ja gut, der Bär ist jetzt wieder weg, weil wir auf Fernkampf gewechselt haben. Oh, der geht hier in so einen Block rein. Leramils Gabe beschützt uns beide. Das geht eigentlich, ne? Also der andere Kampf war schwerer. Leramils Amulett kann uns beide schützen. Ich will mal wissen, wie der aussieht. Der ist ja schon fast besiegt. Ich brauche Macht. Ja. Das Apokrypha schadet. Macht mich, Seuchenfürst! Gebt mir Kraft! Kommt näher zu mir, meine Freunde. Ah, der Bär ist weg. Okay, das habe ich mir fast gedacht, dass er nochmal kommt. Oh, da ist natürlich der Wirbel perfekt, wenn das so eine kleine Skiver sind. Kommt näher und lasst mich euch abschirmen. Ah, blöder Skiver, lass mal deine in Ruhe. Anscheinend nicht in diese Blobs rein. Achso, und? Ja, die Dinger, die machen auch echt viel Schaden. Ich habe die Buffs gar nicht angemacht. Gut. Natürlich wird es eine Woche voller heißer Peter brauchen, um seinen Gestank abzuwaschen. Das Fulcrum Obscura, genau wie Torvesat es sagte. Jetzt kann ich es in die Abtei zurückbringen. Seht, wir haben sie gefunden. Sobald ihr bereit seid, Entsandte, wird euch dieses Portal zu Vermina bringen. Leramil, den Ahnen sei Dank, dass ihr wohl auf seid. Ja. Okay, also das war schon na, so eine mäßige Herausforderung jetzt, gegen den zu kämpfen. Klar, der erste Kampf, wo er dann die Gestalt gewechselt hat, das
Das war jetzt nicht so wild. Danach wurde es ein bisschen nerviger, aber es ging. Ich fand eigentlich diesen anderen Kampf, den wir vor 2-3 Folgen oder so hatten, gegen diesen komischen, krassen Wächter da irgendwie in Apokrypha, den Verdorbenen, den fand ich eigentlich nerviger und krasser. Und der war auch gefühlt länger. Der hat irgendwie 5 Minuten gedauert. Ich weiß nicht, wie lange das jetzt hier gedauert hat. Aber gut. Ja, und es ist natürlich auch immer, es ist ja alles eigentlich wirklich toll vom Elder Scrolls Universum und alles toll gestaltet und so weiter und die NSCs, die Dialoge und alles mögliche, die Grafik ist ja auch okay. Aber es ist so, wenn man Skyrim kennt und so, ist es ein bisschen schade, dass da eben die Immersion etwas gebrochen wird. Nicht einfach, weil es ein MMO ist und da irgendwo auch mal andere Spieler rumlaufen oder so, sondern und der Kampf auch anders funktioniert und so, sondern, naja, ne, man besiegt den halt hier und hat wirklich was Tolles geschafft eigentlich. Und dann möchte man eben auch eine Belohnung kriegen und dann guckt man sich den an und dann hat er irgendwie nur so eine irgendwie alte Stiefel dabei und so. Ich meine, der muss jetzt selber auch nicht das Krasse dabei haben, ne? Das verlange ich gar nicht, aber und ehrlich gesagt, bei Skyrim, bei jedem größeren Gegner, wo dann immer noch eine genormte Truhe in der Ecke stand, die dann toll war. Das finde ich auch eigentlich schon ein bisschen, naja, das ist so 2011 halt, ne? Aber irgendwie, man möchte irgendwas mal haben und dann, dass der Gegner da vielleicht auch länger noch liegt und so, dass man auch sehen kann, komm, den haben wir besiegt. Ja, am besten natürlich noch irgendwie, wenn man mit Pfeilen schießt und so, dass da auch noch Pfeile irgendwie stecken und sowas alles. Dass man am Kampfschauplatz vielleicht noch sieht, dass hier irgendwelches Feuer eingeschlagen ist und diese ganzen Rückstände, dieser ganzen heftigen Magie und dieser ganzen Sachen. Das wäre eigentlich schön, aber ja, es halt kann man halt jetzt leider in einem MMO nicht ganz... ich weiß nicht, ob man es verlangen kann, keine Ahnung, ob das irgendwie geht. Wenn ihr sowas kennt in einem anderen MMO, schreibt es mal gerne rein, das würde ich gerne mal wissen. Aber gut, naja, ist eben MMO. Ich gucke nochmal kurz nach der Aufnahme. Ah, perfekt. 17 Minuten. Okay, wir reden erstmal noch mit den Leuten. Erstmal Gadein, der uns so schön geholfen hat, auch wenn wir die Hilfe fast gar nicht brauchten eigentlich. Ihr habt diesem widerlichen Vollniskrone ein Ende gemacht und ich habe die andere Hälfte des Fulcrum Obscura geborgen. Nun müsst ihr euch Vermina stellen. Sie trägt immer noch Meisterin Shelrinis Körper, oder? Oh. Viel Glück, meine Freundin. Ich wache über Leramil und Skrut, bis ihr zurückkehrt. Ach, das auch noch. Okay, mal gucken, was da passiert. Ich werde nie verstehen, warum ich gewartet habe, bis ich tot bin, um einer dädrischen Fürstin entgegenzutreten. Oh, ich weiß warum. Weil es das Dümmste ist, was ich jemals getan habe. Doch habt keine Angst. Ich werde mit euch gehen. Ich habe euch bis jetzt beigestanden. Was ist da schon eine weitere epische Schlacht? Seid ihr euch sicher, Mellen? Ich könnte euren Seelenstein auch Gadein oder Leramil geben. So verführerisch dies auch klingt. Nein, ich werde diese Sache zu Ende bringen. Ihr werdet die Kompetenz eines Selvani-Magisters brauchen, um diese Schlacht zu gewinnen. Und ihr führt mein Schwarzbuch mit euch. Falls ihr es einsetzen müsst, kann ich dabei helfen. Seht es ein. Ihr werdet mich nicht los. Ja gut. Stimmt das mit dem Schwarzbuch? Moment, ich wollte gerade sagen, das haben wir gar nicht eingesetzt. Das hat Gadein eingesetzt, ne? Mit diesem goldenen Schutzring, glaube ich. Die Schicksalsfäden laufen bei euch zusammen, Entsandte. Dies ist der Augenblick, für den euch der Wissende ausgewählt hat. Ihr müsst euch Vermina allein entgegenstellen. Gadein nützt euch nichts. Und Skrut und ich leiden noch unter den Auswirkungen der Verderbnis. Glaubt ihr wirklich, ich kann mich Vermina allein stellen? Hermaeus Mora glaubt, ihr könnt Apokrypha retten und ich habe keinen Grund, an ihm zu zweifeln. Außerdem habe ich gesehen, dass ihr zu Erstaunlichem fähig seid und ihr tragt das Schwarzbuch bei euch. Denkt nur daran, dass ihr die Hülle vernichten müsst, die sie trägt, um ihre Schutzzauber zu beseitigen. Sollte ich Mellens Seelenstein zurücklassen? Magister Mellen, ihn hatte ich fast vergessen. Nein, behaltet den Seelenstein bei euch. Auch wenn wir anderen in keiner Verfassung sind, um euch zu unterstützen,
habt ihr die Macht eines Telvanni-Magisters in der Tasche, was der Vorteil sein könnte, den ihr braucht, um Vermina zu besiegen. Ja. Ach, ist gut. Leramil und ich haben alle uns zur Verfügung stehenden Mittel genutzt, um Vermina zu finden. Dieses Portal sollte euch in die Nähe bringen, aber vielleicht nicht zu nah. Ein Wort der Warnung, Sterbliche. Die Traumweberin ist eine grausame Fürstin. Sie wird euch den Verstand verdrehen, bevor sie euren Körper vernichtet. Da bin ich mal sehr gespannt, ob wir da irgendwas von merken nachher. Wie geht es euch, Scoot? Fragt ihr nach der Verfassung meiner derzeitigen Existenz? Das hat noch nie jemand getan. Interessant. Leramil und ich werden uns weiter schwach und müde fühlen, bis die Verderbnis sich ganz verstreut hat. Da die Manufakturen zerstört sind, werden wir uns aber erholen. Sehr gut. Irgendwelche Ratschläge, bevor ich mich einer dädrischen Fürstin stelle? Mir kommt derzeit nichts in den Sinn. Doch ich spüre, wie das Gewebe des Schicksals wogt wie eine sturmumtoste See. Etwas Großes wird hier entschieden werden. Etwas Bedeutsames. Versucht, das nicht zu vermasseln, Sterbliche. Ja, ich versuche es. Naja, wir haben ja noch ein bisschen Zeit hier in der Folge und wir wissen ja auch, ne, bei Portalen auf keinen Fall jetzt irgendwie sich ausloggen und das Spiel ausmachen und wieder anmachen. Dann müsste ich wahrscheinlich auch Fäulnis Krone nochmal besiegen und sowas alles. Also, dann, ja, ab zum Gewölbe des Mythos. Von Mythos. Ach, ein... Die Macht, die ich vor uns spüre, das muss Vermina sein. Torvesat sagte mir, dass das Schicksal euch erwählt hat. Nun, es war eine schlechte Wahl. Es ist aus mit euch, Sterbliche. Nochmal schön erstmal in die Ecke setzen und alles reparieren. Ach so, eigentlich hätten wir natürlich mal den Helm hier benutzen müssen. Eieiei. Okay, also... Das könnte jetzt sehr anstrengend werden, aber... Sie hat den Körper von... Ja. Mal gucken, wie anstrengend das wird. Solange ich Shelrinis sterbliche Hülle trage, kann Mora mich nicht finden. Ihr müsst euch mir allein stellen, Sterbliche. Ah, sie greift die ganze Zeit den Bären an. Perfekt. Lasst mich eure Leiden ein Ende machen. Mal gucken, ob Miri das hier jetzt übersteht. Ah, verstehe. Okay, Miri schafft's glaube ich nicht. Oh, scheiße. Okay, aua. Okay. Okay, der Bär ist da, perfekt. Okay, das, was da gerade passiert ist, das war auf jeden Fall echt mies. Ah, verdammt, nochmal. Ach. Ich habe meine Geistersicht fokussiert. Meine Geistersicht kann diesen Feind besiegen. Nein, nicht ins Menü.
Ich weiß gar nicht. Man muss ja anscheinend nicht alle besiegen, ne? Ich weiß gar nicht, wo ich hin muss. Hülle sein. Da haben wir gerade echt viel Schaden gemacht. Boah, ich sehe hier überhaupt nichts mehr. Also ich mag ja Geschicklichkeitssachen und Spiele und so. Aber es ist natürlich mega nervig, wenn es so unübersichtlich ist. Welch vollkommener Schrecken. Ohne Shellrinis Körper wird der Mina eine albtraumhaftere Gestalt annehmen. Au! Euer Albtraum wird mich enden, Sterbliche! Das ist ihre Schwäche. Albträume sind nicht echt. Aber ganz lustig, dass Mellen immer noch mit reinredet. Finde ich eigentlich ganz cool. Scheiße. Tretet in den Fokus, um meine Geistersicht einzusetzen. Ja, der Fokus ist leider überlappt mit dem. Setzt meine Geistersicht ein, um euer Ziel zu treffen. Ja, diese Geistersicht, das ist halt einfach nochmal so eine extra Taste. Ihr seid stärker als ihr Kornstock. Das ist nicht gut. Euch gefallen meine Albträume nicht? Dann stellt euch meiner wahren Form. Ach du Scheiße. Wir haben keine Wahl. Benutzt das Schwarzbuch. Wie? Zu finden. Ich bin hier, Erwählter. Entfesselt meine Macht. Oh Gott. Vermina wurde verbannt. Und Perjites Verderbnis verfliegt. Gut gemacht, Erwählter. Betretet das zweite Gewölbe. Überprüft, ob die zweite Glyphik sicher ist. Mein Gott. Ja gut, das ist natürlich einem Hauptquestende würdig. Unser Handel ist erfüllt, Sterbliche. Ich half euch, Apokrypha zu retten, und ihr helft mir, dieses Gewölbe zu betreten. Ich werde diese Glyphik öffnen und den zweiten Teil der verlorenen Erinnerung bergen. Tarnesaat. Er hat uns beiden etwas vorgemacht, Erwählter. Verlasst Mythos und sprecht mit mir. Warum müssen wir Mythos verlassen, um mit ihm zu sprechen? Kommt für mich jetzt aber nicht so unerwartet. Ich meine, er wollte ja die Erinnerung haben. Und da ist auch schon. Wir müssen besprechen, was geschehen ist. Da sind auch schon andere Spieler. Perjites Seuchenscherge ist besiegt. Vermina ist verbannt. Das habt ihr gut gemacht, Sterbliche. Das Schicksal traf eine kluge Wahl, als es euch als meine Unterstützung auserkor. Aber Torvesaat hat die zweite Glyphik erlangt. Er ist mit ihr entkommen. Was geschehen ist, sollte geschehen.
All die möglichen Zukünfte verdichten sich zu einem einzigen Zeitpunkt, um einen Augenblick im Schicksal absolut zu machen. Das war unvermeidlich. Torvesaat hat die Fähigkeit, nicht bemerkt zu werden. Nicht einmal von meinem allsehenden Blick. Was für ein Dremora ist Torvesaat? Auch wenn ich eigentlich alles weiß, kann ich da nur mutmaßen. Merkwürdigerweise empfinde ich das als erfrischend. Es hat etwas mit der vergessenen Erinnerung zu tun. Doch sofern ich nicht in die Glyphika sehe, fehlen die Einzelheiten. Sogar mir. Na gut. Hat er dann da eben reingepackt. Ist, glaube ich, so ein bisschen wie so ein Denkarium von Harry Potter, ne? So hieß das, glaube ich. Sehe ich das richtig, dass sein Auge wieder normaler ist? Und was jetzt, Herr Meos Mora? Jetzt muss ich meine Ebene wiederherstellen. Die verborgene Sippe treibt sich noch herum, doch ohne Anführer sind ihre Mitglieder nur noch Ungeziefer. Ihr jedoch seid nach wie vor die Schicksalserwählte. Kehrt zu euren Verbündeten in der Schiffrenhalde zurück. Wenn die Zeit kommt, werdet ihr Torvesaat aufsuchen und euch um ihn kümmern. Ja, das klingt wie so ein übliches kleines offenes Ende. Das ist ja bei den Hauptquests der Kapitel, glaube ich, immer so, ne? Dass da immer ein Teil immer noch weitergehen kann. Aber dann auf einer etwas, ja, abgespeckteren Ebene. Das ganz groß ist eben geschafft. Aber für weitere DLCs muss man dann eben, ja, muss man sich dann was kaufen oder hat ein Abo und dann macht man da dann eben weiter mit Torvesaat. Nun gut, ich kehre zur Schiffrenhalde zurück. Verzweifelt nicht, Erwählte! Durch eure Bemühungen wurde Vermina und Perjite die verlorene Erinnerung verwehrt und so die Wirklichkeit bewahrt. Dass Torvesaat einen Teil des Geheimnisses gesehen hat, ist bedauerlich, doch keine Katastrophe. Nun kehrte Leramils Studierzimmer in der Schiffrenhalde zurück. Ja gut, dann erfahren wir also doch noch nicht, was eigentlich mit Torvesaat ist und wer das eigentlich ist und warum der Ungesehene heißt. Ich meine, gut, als ich dann vor einer Weile gesagt habe, dass es ja unbefriedigend sein kann, wenn man das nicht erfährt, nicht rausfindet, was das hier für eine Erinnerung ist, dann, ja, ich habe die Möglichkeit vergessen, dass sie natürlich die Antwort oder einen Teil der Antwort noch auslagern können in spätere Dinge, die man machen kann hier. DLCs oder so. Na gut. Aber ich glaube, selbst da wird man das nicht komplett erfahren, weil es soll ja so sein, dass die Wirklichkeit zerfallen würde, wenn Vermina das jetzt alles angeguckt hätte. Und ich meine, für Sterbliche ist das ja alles viel zu heftig. Also auch für uns. Ja, gut. Na gut, fair enough. Nur, wir haben ja auch das Schwarzbuch irgendwie benutzt und so. Also, ich weiß nicht, inwiefern wir selbst eigentlich da noch einen Schaden von getragen haben. Aber irgendwie, wir haben ja nicht so richtig drin gelesen. Wir haben das irgendwie als Angriffs, ja, Deus Ex Machina irgendwie benutzt, mehr oder weniger. Naja. Ich dachte, ihr hättet mich ausgewählt, um das zu verhindern. Das Schicksal hat euch ausgewählt, um Apokrypha zu retten und die Wirklichkeit zu bewahren. Ihr habt all dies und mehr erreicht. Das Schicksal folgt genau jenem Pfad, den ich vorhergesagt habe. Doch wir sind noch nicht fertig. Ihr habt noch mehr zu tun, bevor unser Vertrag erfüllt ist. Aber wenn Torvesaat und ich einen Teil des Geheimnisses gesehen haben, warum löst sich die Wirklichkeit dann nicht auf? Habt ihr mich angelogen? Der Fürst des Schicksals lügt nicht. Zwei Wesen erinnern sich nur an einen kleinen Teil eines großen Ganzen. Es bleibt immer noch Zeit und Gelegenheit, dies richtig zu stellen.
bevor die Erinnerung sich ausbreitet. Ja, aber trotzdem weiß man als Spieler eben nicht, was wir für einen kleinen Teil der Erinnerung eben jetzt kennen, ne? Also, das bleibt einem dann irgendwie verborgen. Der Charakter weiß es irgendwie, aber man selbst anscheinend nicht, wenn ich nicht jetzt irgendwas durcheinander bringe. Naja. Sind nicht schon zwei Wesen mit solchem Wissen gefährlich? Gefahr gibt es in jeder Ecke des Schicksals, Erwählte. Das ist das Wesen der Existenz. Doch die Gesamtheit dessen, was in der fernen Vergangenheit verborgen wurde, bleibt weggeschlossen. Die Fäden, die alles verbindet, sind zerfasert. Doch sie sind nicht zerrissen. Die Wirklichkeit kann noch gerettet werden. Kehrt zur Schiffrinhalde zurück. Wir sprechen später. Ja, ich würde mal sagen, wir bezahlen das Geld. Miri guckt schon sehr kritisch. Balancieren der Stapel ist eine gefährliche Arbeit. Ich guck noch mal kurz nach der Aufnahme. Das ist doch okay. Ja, und zum Ende hin kann man auch mal Überlänge machen. Ah, zum Glück sind wir jetzt aus allen Portalen raus. Gut. Ja, hier werden wir, denke ich, dann den achten Hauptquest-Teil beenden. Na, ich würde fast erwarten, dass sie uns dann nach Necrom irgendwie bitten und man da irgendwie gefeiert wird. Mal gucken. Entsandte, ich bin froh, euch unverletzt zu sehen. Ich freue mich darauf, von eurer Begegnung mit Vermina zu hören. Oh, lasst mich! Wir haben sie besiegt! Ich durfte euren Sieg über die Traumweberin nicht erleben? Wie ungerecht! Dann haben wir es geschafft? Ah, ihr macht dieses Gesicht. Welche schrecklichen Neuigkeiten werdet ihr Leramil mitteilen? Ja, mal gucken. Freut mich, dass ich helfen konnte. Doch verzeiht, dass Torvesat entkommen konnte. Geht, sprecht mit Leramil. Ich bin mir sicher, wir haben noch einiges zu tun. Zumindest scheint die Wirklichkeit noch stabil zu sein. Fürs Erste. Meine vielen Okularkörper wissen zu schätzen, was ihr in Mythos getan habt. Diese elende Verderbnis war schlimmer, als bei einem Feuersturm in den Totenländern das Blinzeln zu vergessen. Doch ich hätte wirklich gern gesehen, wie ihr Vermina mit einem Stock verprügelt. Es tut mir leid, dass ich das verpasst habe. Ja, okay. Das mit dem Feuersturm, der war gut. Mir missfällt, was für ein Gesicht ihr und Mellen macht. Etwas stimmt nicht, oder? Es gibt immer noch eine schreckliche Gefahr, um die man sich kümmern muss? Nun, erzählt mir nichts darüber. Sprecht mit Leramil. Ja, die anderen hören es ja eh. Was ist geschehen, nachdem ihr das Portal betreten hattet, Entsandte? Scoot erzählte mir, der Wissende sei wieder mit seiner Ebene verbunden. Doch abgesehen davon tappen wir im Dunkeln. Ich habe das Schwarzbuch verwendet, um Hermeus Mora dabei zu helfen, Vermina aus Apokrypha zu verbannen. Natürlich. Er brauchte euch, um ihn zu Vermina zu führen. Ihn dorthin zu geleiten, wo sie sich versteckt. Denn im Körper von Meisterin Shireni ist sie für ihn verborgen. Und was ist mit der zweiten Glyphik? Ist die geheime Erinnerung sicher? Torvesat erreichte die Glyphik vor mir. Er nahm sie an sich und entkam. Ein Pech, aber keine unrettbar verlorene Lage. Da Hermeus Mora nun wieder bei Kräften ist, kann er Torvesat aufspüren und sich ein für alle Mal um ihn kümmern. Es sei denn, kann Torvesat noch immer irgendwie dem Wissenden entgehen? Sogar ohne Fäulniskrones Verderbnis? Ja, doch Hermeus Mora meinte, dass alles, was geschehen sollte, auch so geschehen ist, wie er es vorausgesehen hatte. Torvesats Wesen,
Er ist anders als jeder andere Dremora, dem ich je begegnet bin. Er half uns, um sich selbst zu helfen. Doch ich glaube ihm, wenn er sagt, dass er niemandem schaden wollte. Er erkennt bloß nicht, welche Gefahr diese Erinnerung darstellt. Das heißt wohl, wir müssen ihn finden. Wir haben Zeit. Torvesaat wird eine Weile brauchen, um auf die Glyphik zugreifen zu können. Dann nehmen wir uns doch einen Augenblick Zeit, um darüber nachzudenken, was wir alles schon geschafft haben. Was ihr alles schon geschafft habt, Entsandte. Ihr habt Fäulniskrone besiegt, Vermina vertrieben und Apokrypha gerettet. Und damit auch Nirn. Nehmt dies. Der Wissende besteht darauf, dass ihr diese Belohnung annehmt. Klar, wieder ein Fertigkeitspunkt. Ja, gut, sie hat vielleicht jetzt auch nicht so viel Gold. Gifttraum. Gifttraum-Kyras. Ja, schwer. Na gut. Während wir über geeignete Wege nachdenken, um Torvesaat aufzuspüren, gilt es, zwei andere Aufgaben zu erledigen, Entsandte. Bei einer geht es darum, die Aufzeichnungen von Apokrypha auf den neuesten Stand zu bringen. Bei der anderen darum, nach Nekrom zurückzukehren und die ursprüngliche Schicksalsanomalie richtigzustellen. Traumbrecherin-Errungenschaft. Ich denke immer, dass diese Errungenschaften dann Steam-Errungenschaften sind, aber nee. Sind ja nur innerhalb des Spiels hier. Die Aufzeichnungen von Apokrypha? Scroot kann euch mehr Informationen darüber geben, da sie ein wichtiger Teil ihrer Arbeit sind. Nach der Instandsetzung eines Schicksalsfadens muss sie die endgültigen Einzelheiten in der Chronik von Apokrypha verzeichnen. Es ist eine große Ehre, seinen Namen dort eingeschrieben zu sehen. Und was war das von wegen Nekrom? Nekrom. Einer der ersten Schicksalsfäden, die wir untersuchten, um die Identität der Feinde von Apokrypha aufzudecken. Und es ist der einzige, den wir nicht entwirren konnten. Wir müssen Gardein begleiten, damit er das Fulcrum Obscura zurückbringen kann. Aber sprecht erst mit Scroot. Nun gut, ich werde mit Scroot sprechen. Scroot kann euch alles über das eigentliche Einschreiben ihrer Aufzeichnungen in die Chronik von Apokrypha erzählen. Ihr solltet mit ihr sprechen. In der Zwischenzeit treffe ich Vorkehrungen, um mit Vicar Gardein nach Nekrom zurückzukehren. Ihr und der Vicar seid euch recht nahe gekommen, nicht wahr? Ebenso wie wir beide, Entsandte. Das ist nur natürlich, wenn Verbündete Seite an Seite unvorstellbaren Gefahren die Stirn bieten. Abgesehen davon wäre es mir lieber, wenn wir das nicht mehr erwähnen würden. Ja, das hat sie jetzt versucht so zu retten. Na gut. So, das wurde hier wieder weggemacht. Okay, gucken wir mal. Letzter Hauptquestschritt, die Chronik des Schicksals. Tatsächlich wirkte das jetzt nicht so, als wenn wir hier nur so ein Fest feiern. Das haben sie anscheinend auch mal geändert. Interessant. Leramil meinte, wir hätten noch zwei weitere Aufgaben, bevor wir fertig sind. Wir müssen Scroot dabei helfen, die Chronik von Apokrypha auf den neuesten Stand zu bringen und dann Gardein dabei zu helfen, das Relikt nach Nekrom zurückzubringen. Da wäre auch noch die Sache mit der gestohlenen Glyphik, doch eins nach dem anderen. Ich sollte mit Scroot darüber sprechen, was nötig ist, um die Chronik von Apokrypha auf den neuesten Stand zu bringen. Okay, da steht jetzt also nichts irgendwie, was nicht so unbedingt gesagt wurde. Das ist ja bei manchen Spielen manchmal so, Witcher 3 zum Beispiel, wo man dann mal im Westtext, der ja im Prinzip von Rittersporn dann stammt, manchmal sogar ein bisschen gespoilert wird. In Apokrypha muss man vielleicht mehr Papierkram erledigen, als in allen großen Häusern von Morrowind zusammen. Sprecht mit Scroot und findet heraus, was nötig ist, um die Chronik von Apokrypha auf den neuesten Stand zu bringen. Es klingt entweder sehr wichtig oder äußerst langweilig. Ah, oder beides. Habe ich Leramil richtig verstanden? Wir können bald nach Nekrom zurückkehren? Das wäre wunderbar. Doch wenn wir fast fertig sind, dann sehe ich Leramil vielleicht nicht wieder. Ihr seid eigentlich hergekommen, um euch um Leramil zu kümmern. Nicht wahr, Gardein? Gut. Wo ihr es jetzt schon erwähnt, müssen wir wirklich darüber sprechen? Ich glaube nicht, dass wir darüber sprechen sollten. Solltet ihr nicht gerade mit Scroot sprechen? Also,
Ja, ist ganz lustig, aber dieses Spiel schafft es wirklich ständig perfekt bei irgendwelchen Andeutungen zu bleiben und dann passiert eben auch nicht mehr viel. Also, ja, gut. Mein Gott, sind hier viele Leute. Okay, ich gucke nochmal kurz nach der Aufnahme. Ja, perfekt. Recht genau 45 Minuten gerade. So, den Bären wechsle ich auch mal. Ja, also hier sind wir ja wirklich, also hier können wir wirklich gefahrlos neu laden dann. Deswegen, ich würde sagen, das mit Scroot. Also ich bin wirklich gespannt, was man da jetzt noch wirklich so machen soll. Ob das wirklich nochmal irgendwie lange dauert oder anstrengend wird oder so. Die Chronik des Schicksals. Aber ich finde es wirklich gut, dass das nochmal was anderes ist als nur die normale Belobigung. Der hätte ich sonst auch gedacht, wo soll die denn stattfinden? Weil hier in Apokrypha wäre ja eigentlich ein bisschen komisch. Und in Necrom, weiß ich nicht, da wären vielleicht nicht alle gewesen, die einen hätten loben können, weil es geht ja auch immer darum, welche Nebenquests hat man denn schon gemacht, weil die tauchen dann ja dann am Ende bei dieser Besprechung, bei der Belobigung, bei dem Fest, was auch immer, tauchen die dann ja auch auf. Ja. Und bei der Schiffrinhalde und so, das wäre ja schwierig irgendwie, ne? Weil das alles so aufgesplittet ist. Okay, was haben wir eigentlich? Kupfer, Halskette der Zauberkostenminderung. Ja, brauchen wir nicht so wirklich, ne? Nee, das andere ist auch irgendwie besser. Ehre der Standhaften. Eine Medaille, die den Dank der Liga der Standhaften für die Heldenhaftigkeit auf Hochinsel zum Ausdruck bringt. Ja, das sollten wir natürlich dann auch, ja. Haben wir hier eigentlich schon irgendwas Neues? Nee, wir müssen dann erst offiziell die gesamte Hauptquest abschließen, ne? Ja, okay. Gut, ja, dann machen wir es eben so, wie ich gerade gesagt habe. Dann also erstmal wieder bis hierher und ja, ich weiß nicht, könnte sein, dass in der nächsten Folge das alles hier schon zu Ende ist. Und wenn wir zum Ende kommen, dann werde ich auf jeden Fall auch nochmal ganz am Ende noch ein bisschen was sagen, was etwaigen Fortgang oder so ähnlich nach diesem Kapitel angeht. Denn ich habe vorher gewisse Pläne ja gehabt. Ich glaube, da habe ich auch schon was drüber gesagt, aber ja, hat sich ein bisschen was geändert. Gut, werde ich dann ganz am Ende nochmal sagen. Was hat der denn hier? Das ist ja lustig. Das habe ich noch nie gesehen. Okay, Moment. Kasokta Lovecraft. Okay. Da hat sich jemand, da kennt jemand auf jeden Fall H.P. Lovecraft und den Cthulhu-Mythos und so weiter. Na gut, dann also erstmal bis hierher und ja, dann bis zum nächsten Mal. Bis denn.